bin Jens Bonnet, Spitzname Rooney, das ist eigentlich der Name, unter dem man mich im Football kennt. Bin 26 Jahre alt und studiere wirtschaftswissenschaftliches Lehramt und spiele American Football bei den Albershausen Crusaders, dem tollsten Team der Welt. Ich bin ja, sozusagen mitten in der Pubertät zu diesem Sport gekommen, habe dann immer behauptet, zu sagen, ah, Football, cooler Sport, wenn es das hier gäbe, wäre ich bestimmt voll gut da drin. Bis dann ein Freund gesagt hat, hey, hier gibt es in der Nähe einen Verein, damals war ich in Kirchheim an der Schule. Und dann dachte ich, jetzt habe ich schon so laut rumposaunt, jetzt muss ich auch mal das beweisen. Und bin dann in den Verein gegangen und bin dann irgendwie hängen geblieben. Es ist ein sehr toller Sport, um sich selber kennenzulernen, um seine eigenen Grenzen herauszufinden. Man muss vom Kopf und vom Körper her voll bei der Sache sein. Also ich spiele natürlich die allerwichtigste Position, die es im Football überhaupt gibt, nämlich Offense Line. Schon mega cool. Du hast so dieses, dieses Duell im Prinzip Mann gegen Mann und kannst da richtig deine Kräfte messen. Es geht jeden Spielzug zur Sache. Wir haben die Aufgabe, wir müssen blocken. Ja, eigentlich nichts anderes machen. Den Ball ins Spiel bringen auf der einen Position, das macht der Center, und blocken. Man sieht von der Offense Line als Laie, sage ich mal, nur dann was, wenn es blöd läuft. Wenn man es dann auch tatsächlich ernst nimmt, gehört eben neben dem zweimal wöchentlichen Training, gehört auch Kraftsport extrem dazu. Trainer, die die Jugend trainiert haben, als ich selber Jugendspieler war, das sind alles aktive Spieler gewesen. Ja, mit denen konnte ich dann selber spielen und habe auch gedacht, es waren eigentlich coole Vorbilder. Wenn man dann sieht, wie die selber spielen, und deswegen dachte ich, vielleicht kann ich auch irgendwann mal so ein Vorbild sein und wollte dann auch die Jugend trainieren. Rumpf stabil bleiben. Genau, beim Raufgehen immer mit dem Kopf starten. Jawohl. Okay, das sieht gut aus. Perfekt. Größte Verletzung war definitiv der Innenbandriss im Knie. Ich war halt gefrustet, weil es war eine illegale Aktion vom Gegenspieler. Hat auch eine Flagge gegeben, aber es hilft in dem Moment komischerweise auch nicht. Auf dem Platz habe ich noch gedacht, darf nicht wahr sein. Ja, also es war wirklich so ein Moment, ich saß da, habe gemerkt, okay, im Knie stimmt was nicht. Es hat sich schon währenddessen komisch angehört und angefühlt. Und die Diagnose kam dann 8 Wochen mal Sportverbot. Das war schon ziemlich heftig, weil so kompakt wie bei uns die Saison ist, da sind 8 Wochen schon einige Spiele. War bitter. Ich bin natürlich zu jedem Spiel mitgefahren. Finde ich immer wichtig, auch wenn man verletzt ist, dass man trotzdem sich im Team zeigt. Und dann steht man beim Spiel, sieht, okay, jetzt geht's los. Und dann ist natürlich so, dann denkt man, hey, scheiße, schon wieder, da könnte ich jetzt stehen, da könnte ich jetzt mitmachen. Es gibt viele, die sagen, Football macht nur Spaß, wenn man gewinnt. Dazu gehöre ich nicht. Für mich war der beste Moment in Kaiserslautern. Da haben wir einen Gegner gehabt, der war unglaublich stark. Also, und wir in der Offense, wir wussten, die Defense wird an diesem Tag echt Probleme kriegen und wir müssen richtig arbeiten. Und wir haben es auch geschafft. Wir haben die echt richtig zerlegt mit unserer Offense. Das Problem war nur, der Running Back kriegt den Ball und läuft einen Touchdown. Und dann denkst du natürlich gerade, eine Sekunde ausgeruht, wieder aufs Feld, und war eine Niederlage, war aber trotzdem mein persönliches Highlight. Ja, als erstes möchte ich natürlich meiner Familie danken.